Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Herr, wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Irons, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Badger 01, in Bereitschaft. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Verdammt! 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey! Seh dich auf der anderen Seite. Spaceman, schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor. Verstanden, Badger 01. Festhalten! Mitchell, das Schott schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Mitchell, das Schott schließt! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Landepunkt zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür!
verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Vorsicht! Mist. Okay, wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam 1 stoßen. Ja, Sir. Kontakt, Kontakt! Schau da! Sicher! Auf dieser Seite geht steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schüben den Fall. Alles klar? Der Kommandoposten sollte da vorn sein. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Alles klar? Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Gestoßen. 10 Kilometer östlich von der Osa-Abzweigung. Die Panzer werden von mehreren hundert Fußsoldaten unterstützt. Koordinaten folgen. Over. Wer zum Teufel seid ihr? Fletcher-Trupp 227. Geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr wärt tot. Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich! Planquadrat 775! Okay, wir rücken ab! Feinde von links! Feinde von links! Wir ordnen einen Drohnenschwarm auf dem Weg dorthin. Verstanden. Haltet die Augen offen! Kopf einziehen! Geschütz! Mitchell, an das Geschütz! Halten die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Auf die Drohnen! EMP bei 50%!
Erfassung! Danke für die Hilfe, Major Dean. Prima, Soldat. Mitchell, hier drüben! Setz die Booster ein! Weiter! Wir müssen durch dieses Hotel! Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen. Ist nicht wie in der Grundausbildung, was, Mitchell? Die ganze Stadt ist am Arsch. Die Scheiße da sichern. Weitergehen. Havoc-Werfer, direkt voraus! Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus.
Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Sprengt Team 1, hier Badger 01. Seid ihr drüber? Team 1, hier Badger 01. Seid ihr da? Over. Wir hören Badger 01. Wir nähern uns der Position des Havoc-Werfers. Sende ihr Friedelkoordinaten. Verstanden. Wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden. Wir befestigen unsere Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Durch den U-Bahn-Wagen. Sie setzen Rauch ein. Warngranate werfen!